ich kenne diesen Trainer persönlich, ich habe mit ihm Fußballlehrer-Lizenz gemacht, aber genauso, dass wir haben schon seit Jahren nicht getroffen und kannst du nicht das Philosophie von diesem Trainer beobachtet richtig und deswegen auf diesem Grund, du hast, ja, dass wir vorgenommen, dass wir müssen auf uns glauben, auf uns konzentriert richtig und dann schauen wir, was macht Gegner. Weil du hast keine richtige, du hast nur ein Spiel gesehen in Dortmund, wo die haben gegen Topmannschaft auswärts gespielt und die spielen jetzt zu Hause gegen genauso der Gegner, wo musst du vielleicht quasi die Punkte natürlich mitnehmen und versuchen, dass die uns schlagen. Das ist nicht schwieriger, das ist einfach ein bisschen ungewöhnlich ist, weil du kennst nicht, wie tickt diese Mannschaft momentan. Natürlich schwierig ist, wenn du verlierst, so klatsche da 6-0, jetzt zu Hause, Derby verlierst du, da gut zu redet und die motiviert, weil das ist schon. Wir haben echt gute Tage jetzt gehabt, wo du bist zufrieden mit Leistung von Spielern. Und das ist so fokussieren wir auf uns. Aber nicht, dass natürlich für einen Trainer, dass wir da gucken, was da passiert und so weiter. Aber wir genauso, die spielen 11 gegen 11, egal wer da auf der Bank sitzt oder verletzt ist. Du musst auf die Spieler kommen, wer kommt, da antretet gegen dich. Da wir natürlich vorbereiten. Aber wir rechnen nicht, dass zwei Spieler verletzt von Innenverteidigung oder die Offensivleute und solche Motor. Genauso das Stuttgart, der Mannschaft, wo auch seine Starke hat und Schwache. Und da wollen wir unbedingt diese Sachen nutzen. Wie gesagt, es ist für uns schwer, das ist auch das, was Victor meinte, den Gegner richtig einzuschätzen aufgrund der Spielphilosophie von Zorniger. Jetzt gewechselt zu Kramny, kann man das nie so genau beurteilen, was er in einem Heimspiel machen wird. Deshalb ist das nicht einfach für uns, deshalb müssen wir uns auch erstmal überraschen lassen, was da dann auf uns zukommt, wie die Mannschaft von Stuttgart agiert. Und mehr will ich dazu überhaupt nicht sagen. Also wie gesagt, es ist in der kürzester Zeit nicht zu beurteilen, der Trainerwechsel von Zorniger zu Kramny, wie die Mannschaft das entsprechend umsetzt.